Vorarlberg, Tag 1 nach dem Abgang Burgstaller, Tag 2 in Chaguns und Premiere für viele Clubprofis auf Langlaufski. Fußballer und Loipe, nicht unbedingt Liebe auf den ersten Blick. Trainer Alois Schwarz hatte sich zur Aufgabe gemacht, in diesen paar Tagen seine Jungs leiden zu sehen. Es geht um die nötige Kondition und die ist beim Langlauf noch ausbaufähig. Einige machten sehr schnell schlapp. Ja, ist schon sehr anstrengend, weil man auch viel mit den Armen arbeiten muss. Wenn man gerade nicht die Technik hat und das nicht allzu oft macht, dann ist es schon ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, umso öfter man es macht, kommt man auch besser rein. Und ja, es wird schon jetzt, die zwei Runden waren schon okay. Das ist schon anstrengend, ja, weil ich glaube, die meisten von uns machen das falsch, außer die, die es öfter mal machen. Und deswegen die Muskulatur ein bisschen mehr beansprucht, als wenn man es richtig macht. Deswegen haben sie, glaube ich, geflucht. War schon anstrengend, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Richtig großen Spaß hatte auch Trainer Alois Schwarz. Für ihn ist dieses Teambuilding eine rundum gelungene Sache. Es ist ein schönes Wetter, haben wir auch dann gehabt. Gestern ein sehr, sehr schönes Wetter beim Schneewandern. Es war sehr, sehr anstrengend. Da eineinhalb Stunden nur bergauf, auch teilweise im Tiefschnee oben. Eine herrliche Dachterrasse, ja, wo man dann über das ganze Tal hier schauen kann. Es war schon ein Traum. Am Nachmittag haben wir eine schöne Athletikeinheit in der Halle gehabt. Heute Morgen jetzt sehen Sie hier Langlaufeinheit. Für Spieler, viele Spieler natürlich eine andere Belastung, aber auch eine schöne Ausdauereinheit. Das ist eigentlich der Sinn, was wir eigentlich machen wollten, im konditionellen athletischen Bereich ein bisschen arbeiten, mal was anderes weg vom Fußballplatz. Und das machen die Jungs mit großer Freude. Egal wie die Rückrunde läuft, egal wie schmerzhaft der Abgang von Burgstaller sein wird, eines wird sehr schnell klar, wenn man die Jungs beobachtet. Es ist ein absolut eingeschworener Haufen, jetzt aber eben ohne Burgstaller. Ich glaube, jeder, der bisher gegangen ist, sagt, dass so eine Mannschaft, glaube ich, nicht nochmal gefunden wird, weil wir schon als Team uns auch extrem gut verstehen, auch extrem viel außerhalb des Platzes unternehmen. Und deswegen ist es da schon so, dass wenn dann einer geht, der jetzt, mit dem ich jetzt anderthalb Jahre zusammengespielt habe, manche auch anderthalb Jahre, zwei Jahre mit ihm zusammengespielt haben, ist es dann schon so, dass man sich gut kennt, dass man sich gut versteht und dass man auch Freunde, so befreundet ist. Und deswegen ist es dann schon nicht so einfach, wenn dann einer geht. Aber so ist das Fußballgeschäft, deswegen war es gut, dass er sich noch von uns verabschieden konnte und jetzt wünschen wir ihm alle viel Glück. Glück kann der Club auch gut gebrauchen. Jetzt lässt der 1. FC Nürnberg das Teambuilding aber erst einmal ausklingen, bevor es dann am Sonntag ins Trainingslager nach Spanien geht. Dann ja vielleicht schon mit einem Neuzugang, auch wenn ein Burgstaller wohl nicht ersetzt werden kann.